Die berühmteste Bewohnerin von Küsnacht am Zürichsee hat heute gerade zwei Gründe zum Feiern. Die Rocklady Tina Turner wird zum einen 75 und zum anderen erstrahlt Küsnacht gleichzeitig das erste Mal ihre Weihnachtsbeleuchtung. Sie ist nämlich ein Geschenk von der Millionärin an ihre Heimatgemeinde, wo sie seit 20 Jahren lebt und sich laut eigenen Aussagen willkommen fühlt. The people also very nice to me here. I feel very welcome. I feel safe. The air is clean. I feel good here. It's just, I found my place. Sie fühlen sich wohl in Küsnacht und haben ihr Zuhause gefunden, sagt Tina Turner. Aber wie spürbar ist sie tatsächlich in der Goldküste gemeint? Danik Ott hat sich auf Spurensuche gemacht. Nicht Leute vor dem 12. Tina Turner ist eine Langschläferin. So viel ist bekannt. Es ist zwar schon 5 ab 12, wo wir bei ihr läuten, aber eine Antwort gibt es trotzdem keine. Was verbirgt sich hinter dem Tor? So gern würde ich mich auf dem Anwesen ein bisschen umschauen, sehen, wo Tina Turner seit 20 Jahren wohnt. Reingehen können wir nicht, aber einen Blick riskieren. Das geht nur auf dem Seeweg, ganz diskret. Vom Wasser aus haben wir einen guten Blick auf die Mietvilla, versteckt hinter dem Chalet. Hier, wo Tina Turner wahrscheinlich ein rauschendes Fest feiert. Allerdings behind closed doors, wie sich das für einen Weltstar gehört. Von der Tina Turner selber keine Spur. Wir machen uns im Dorf auf Spurensuche, angefangen bei den Küsnachter Läden. Grüezi, wir sind von Schweiz aktuell. Tina Turner hat ja heute Geburtstag. Jetzt haben wir fragen, kommt sie hier manchmal vorbei? Shoppt sie manchmal hier? Nein, sie kommt hier nicht zum Shoppen, aber ich wünsche ihr für ihren Geburtstag von Herzen alles, alles Gute und würde mich freuen, wenn sie mal hier vorbeischauen würde. Wir versuchen es weiter in der nächsten Boutique. Haben Sie Tina Turner schon mal gesehen? Kommt sie vielleicht auch hier vorbei? Nein, sie kommt nicht hier vorbei. Ich habe sie nur mal im Dorf oben gesehen. Und was war das für ein Gefühl, sie zu sehen? Sie benimmt sich ganz normal. Also, man sieht so auf der Strasse wie... Ja, alle. Wie du und ich. Wir kommen den Tipp über. In diesem Lebensmittelgeschäft geht der Weltstar offenbar posten. Grüezi wohl. Wir haben gehört, Tina Turner ist eine Kundin von Ihnen. Stimmt das? Ja, das ist genau richtig. Und wie ist das, wenn sie bei Ihnen in den Laden reinkommt? Ja, es ist für mich ist normal, ich bin es gewöhnt, aber für die anderen Kunden ist es immer ein bisschen außergewöhnlich, ist immer aufregend, ja, es ist immer spannend. Und was kauft Tina Turner bei Ihnen ein? Ja, ziemlich alles, vom Brot, Fisch, Fleisch, Käse, Getränke, ziemlich alles. Der Ladenbesitzer ist nicht der Einzige, der Tina Turner regelmäßig sieht. Der Gemeindepräsident zeigt uns, wo sie in der Gemeinde sonst noch sichtbar wird. Das Seerettungsschiff verdankt ihr den Namen. Tina Turner war die Taufpatin hier von dem Tina-Schiff sozusagen. Wie haben Sie den Tag erlebt? Wie war das? Sie war ja hier anwesend. Ja, ich war natürlich selber gespannt im Vorfeld. Die Überraschung ist aber gelungen. Es haben nur wenige gewusst, dass sie die Taufpatin ist. Und alle, die da waren, haben riesen Freude gehabt. Und sie auch. Der Markus Ernst muss gerade weiter. Mit der Tina Turner geht die Weihnachtsbeleuchtung anstellen. Wir dürfen aber leider nicht mit. Um Viertel vor 5 ist es soweit. Die Grenze an der Seestrasse leuchtet zum ersten Mal. Eine Viertelmillion Franken hat Tina Turner gezahlt. Weihnachtsglanz mit Starqualität. Und dann gibt es doch noch ein Lebenszeichen. Ein Foto, geschickt vom Gemeindepräsidenten. Wir haben die berühmteste Küsnachterin also doch noch gefunden. Oder fast. Soweit der Beitrag von Annik Ott.